Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei einer kleinen Trailer-Reaction. Ihr wisst, ich mache das nicht oft, sondern halt nur bei Sachen, auf die ich mich wirklich freue oder wirklich gespannt bin oder wie auch immer. Und ja, das gestern enthüllte Assassin's Creed Valhalla ist aber so eine Sache, denn als das erste Mal das Gerücht aufkam, das nächste Assassin's Creed wird Assassin's Creed Vikings sein, mit Wikinger-Setting, war ich instant gehypt. Ich habe lange kein Assassin's Creed mehr gespielt. Ich habe in Syndicate mal eine Stunde reingespielt, aber das letzte, was ich durchgespielt oder lange gespielt habe, war 4. Also Black Flag war das letzte, was ich wirklich lange gespielt habe. Unity habe ich ausgelassen, Syndicate habe ich ausgelassen, Origins und Odyssey habe ich alles ausgelassen. Und ja, das war jetzt wirklich der Punkt, wo ich dachte, oh nee, aber mit dem Setting bin ich dabei, Leute. Und ja, jetzt gucken wir mal. Es ist der Cinematic World Premiere Trailer, das heißt, wir werden kein Gameplay sehen. Aber das wird dann wahrscheinlich demnächst folgen. Wahrscheinlich so um den Zeitraum der E3 rum, nehme ich mal an. Also wo sie ursprünglich gewesen wäre. So, wir schauen mal. Ich werde es wie immer machen, dass ich es erstmal wahrscheinlich relativ durchlaufen lasse und danach nochmal durchs Video klicke. Und ja, euch sage, was ich davon halte, von den einzelnen Szenen. They are heartless. Godless barbarians. Okay, netter Take. Ich glaube, ich weiß, worauf sie hinaus wollen. Kill blindly. Okay. They scar the lands of England. Lands they will never defend. Never love. The time has come to speak to them in a language they will understand. Da sollten wir den Antagonist gesehen haben. Ah, sieht schon stark aus. Sieht schon stark aus. Instant Bock. Geiler Shot. Geiler Shot. Also eine Schlacht geht sehr, sehr schief. Ah, okay. Die übernatürlichen Aspekte spielen eine Rolle also. Da haben wir den Odin gesehen. Ah, Hidden Blade ist wieder da. What is the soul of man?
Das wird, glaube ich, für lauten Jubel sorgen, weil soweit ich weiß... Holiday 2020, okay. Weil soweit ich weiß, gab es sie im letzten Jahr nicht so. Ja, gefällt mir. Man muss halt dazu sagen, wie schon Origins und spätestens Odyssey halt, hat das Ganze natürlich mit dem ursprünglichen Assassin's Creed nicht mehr viel zu tun. Wird auch ziemlich sicher, wieder Rollenspiel sein, nehme ich mal an. Finde ich persönlich nicht schlimm. Also ich finde persönlich, eine Reihe muss sich weiterentwickeln dürfen und sollte sich auch weiterentwickeln, weil, wie gesagt, ich habe halt am Ende gemerkt, dass bei mir bei Assassin's Creed voll die Luft raus war. So, nach Black Flag. Und von daher begrüße ich das eigentlich. Ich kann aber natürlich auch verstehen, wenn Leute sagen, ja, okay, aber wenn das Ganze jetzt halt wirklich letztendlich mit den Assassinen und der ganzen Story drumherum nicht mehr viel zu tun hat, dann stört mich das, aber das werden wir halt sehen. Ich persönlich, ja, finde es halt nicht so wild. So, da war viel Schönes dabei. Das wird mein Hals irgendwie verschleimt. Naja, gut. They are heartless. Ja, also hier die Anfangsphase des Trailers ist halt ziemlich offensichtlich, dass halt, ja, der Gegenspieler, den wir haben, also der englische König, ein Bild zeichnet, oder ein englischer König, gab ja zu der Zeit mehrere, ein Bild von uns zeichnet, von den Wikingern, was der Trailer halt als nicht richtig darstellt. Ne? Sie sind herzlos, man sieht den Charakter mit seinen zwei Kindern. Sie sind gottlos, was natürlich absolut auch nicht stimmt. Die Wikinger haben Götter angebetet, nämlich die nordischen Götter. Und sie, jetzt kommen gleich noch, sie morden ohne nachzudenken und ohne Reue, und man sieht, dass sie welche verschonen. Das Ding ist, ich finde diesen Spin ganz cool. Sie müssen nur aufpassen, dass sie nicht die kriegerische Seite der Wikinger relativieren, weil die sind nun mal in andere Länder gefahren und haben geraidet und gemordet und so weiter. Und ich hoffe, dass man das auch ein bisschen porträtiert und jetzt nicht sagt, hey, die Wikinger waren voll die Gutmenschen und waren eigentlich nur missverstanden so, ne? Klar ist, die hatten halt sehr unwirtschaftliches Land, die waren auch ein bisschen gezwungen, sich neuen Länder reinzuzuwenden, und es war halt ein kriegerisches Volk. Aber sie haben halt geraidet, gemordet, geraubt, vergewaltigt und so weiter und so fort. Man muss das jetzt nicht in aller Drastik zeigen, aber ich fände es schwierig, wenn jetzt das Spiel darstellt, hey, die Wikinger sind halt in dem Fall die Assassinen und sind voll die Guten und stürzen die bösen Vorgänger der Templer. Fände ich ein bisschen schwierig, wenn man das so relativieren würde und sagen würde, nee, die Wikinger waren voll die feinen Leute. Kann schnell schief gehen, sowas. Ja, da kriege ich halt direkt Bock, wenn ich das sehe. Ich fand die Wikinger, also die ganze nordische Mythologie und die Wikinger, ist immer sehr faszinierend. Genau, sie vernarben, sie verbrennen das Land, die Ländereien Englands. Und man sieht, die sie nie verteidigen werden, die ihnen nie wichtig war. Und man sieht jetzt hier, wie sie eben Häuser bauen und wie sie auf florierendem Land leben und so weiter. Also wirklich immer so dieses, dass es genau das Gegenteil der Fall war von dem, was jetzt er sagt. So, ne? Und es, wie gesagt, ich wünsche mir da einfach Grautöne, haha. Weil klar gab es auch unter den Wikingern sicherlich viele, die nicht so waren, die halt versucht haben, ja, ihr Leben zu sichern, aber die jetzt nicht eben auf Mord und Totschlag unbedingt aus waren um jeden Preis böse Herzen waren. Ich wünsche mir da einfach eine gewisse Varianz. So, das sieht jetzt gerade sehr nach Schwarz-Weiß-Zeichnung aus. Ja, genau, ne? Also sie hatten halt das Bestreben, eigentlich dort Ländereien zu bekommen. Speak to them in a language they will understand.
Krieg wird ausgerufen. Ich glaube, das ist gleich mein liebster Shot im ganzen Trailer. Sieht man auf dem Boot eine Schildmaid irgendwo? Nee, ne? Das ist ja auch ein Mann. Ziemlich sicher. Nee, da sind keine Shieldmaiden mit dabei. Also in der Schlacht habe ich, glaube ich, eine gesehen, aber das waren schon ein paar mehr. Hier, den Shot finde ich schon geil. Wie wirklich diese Dunkelheit ist jetzt auch noch nichts nie da gesehen, aber es ist einfach geil gemacht. Wie sie ankommen und sie wirken so bedrohlich und dann fliegen ihnen einfach nur die Flammenpfeile entgegen. Und man sieht, okay, die Schlacht läuft nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben, weil es eben immer wieder diese Raids gab. Und eben durch die Wetterbedingungen, die eben nicht, also die immer zu einem relativ gleichen Zeitraum stattfinden mussten und sich irgendwann natürlich England auch darauf eingestellt hat. Ich bin gespannt, ob das auch ein Element im Spiel wird, also ob das Spiel in England spielt, quasi, und wir nur das Tutorial quasi in der Heimat spielen, weil man sieht ja da, die Schiffe verbrennen und sie haben dann wahrscheinlich ja auch keine Werkzeuge und so mehr. Wäre auch spannend, ob das wirklich das ganze Game in England spielt und man da jetzt gestrandet ist sozusagen. Glaube ich aber eigentlich nicht. Hier sieht man jetzt halt der Mann, der uns ganz offensichtlich wichtig ist, also unser Bruder, Vater, wie auch immer, wird auch gerichtet. Ja, da sieht man Odin, der ja oft als Wanderer dargestellt wurde. Der sich danach auch in einen Raben verwandelt. Ja, also wir können davon ausgehen, dass diese mythologischen Aspekte mit drin sein werden. Das finde ich, den Shot finde ich ein bisschen komisch, wie kurz alle warten. So, auch die englischen Soldaten warten alle kurz, weil jemand hat gerufen, Odin is with us. So, hier sieht man eine Shield Maiden zum Beispiel, nur ohne Schild. Das finde ich halt schade, dass man offenbar wirklich diesmal nur die Auswahl hat, den männlichen Charakter zu spielen. Ich habe da absolut nichts gegen. Ich finde, wenn Entwickler eine Vision haben für einen Charakter, dann sollte der auch das Geschlecht haben, was sie auswählen möchten. Ja, aber ich finde, wie gesagt, ich finde irgendwie die Shield Maiden sehr faszinierend. Ja, hätte gern die Möglichkeit gehabt, eine zu spielen, weil das irgendwie, ja, hätte ich irgendwie spannend gefunden, aber klar, wenn wir jetzt, ja, wie gesagt, ist absolut jetzt kein Kritikpunkt, ja, aber es hätte mich halt irgendwie gefreut, wenn es die Auswahl wieder gegeben hätte, hat ja in Odyssey, soweit ich gehört habe, auch ziemlich gut funktioniert und es hätte mich allein gefreut, weil ein gewisser Teil der sehr, sehr toxischen Community wieder sehr angepisst gewesen wäre. Das könnt ihr mir mal sagen, wenn sich damit jemand auskennt, ich bin jetzt mit Rüstungsdesign und so nicht bewandert, das hier sieht für mich eigentlich sehr römisch aus. Na, also bei allen Rüstungen hätte ich gesagt, ja, England, so, aber hier, das sieht für mich echt ziemlich römisch aus. Aber da kann ich auch absolut falsch liegen. Ja, und da ist das Hidden Blade. Wir sehen, es wird auf jeden Fall blutig.
Ja. Assassin's Creed Valhalla. Available Holiday 2020. Ja, gefällt mir gut. Kommt da noch was? Nee, ne? Nee. Ja. Genau. Mag ich sehr, sehr gerne. Ja, wie gesagt, ich finde, also der sieht halt auch super cool aus, der Charakter. Also er gefällt mir sehr, sehr gut, nicht falsch verstehen. Und vielleicht gibt es ja die Auswahl auch noch, werden wir sehen. Und um meine Aussage nochmal zu relativieren, ich fand es halt, ich habe gestern teilweise in diesen Stream reingeguckt, wo so Stück für Stück das Artwork entstanden ist. Und ich fand es so erschreckend, wie unglaublich viele halt wirklich geäußert haben, dass wenn der Charakter zu einer Frau umgemodelt wird, weil irgendwann wurde wegen des Streams, da wurde halt live ein Artwork gemalt, wurde die Burg im Hintergrund zu einer Ruine umgemalt und dann bekam ein nicht geringer Anteil der Leute wirklich Angst, dass jetzt der Charakter zu einer Frau umgemodelt wird, der halt nur die Silhouette hat, ne? Und da wirklich so Leute, ey, wenn es eine Frau ist, dann spiele ich es nicht. Und halt wieder dieser Quatsch von wegen, Frauen haben damals nicht gekämpft und bla bla blub. Und ich denke, ja, gerade bei den Wikingern haben die gekämpft. Definitiv. Und wirklich so ein Hass gegenüber der Idee, dass man eine Frau sein könnte, wo ich wirklich dachte, sag mal, was ist denn mit euch? Was habt ihr denn für Probleme? So, wirklich bis zu dem Punkt, dass sie gesagt haben, ja, wenn das eine Frau ist, dann spiele ich es nicht. Wo ich denke, ey Leute, chillt doch mal eure Base, ja. Und generell, also da war wirklich in diesem Chat, da war viel Vorfreude zu, ich würde mal sagen 70%, aber so 30% waren auch entweder eben wirklich sehr, sehr toxisch, sehr, sehr anti gegenüber der Ankündigung und des Settings und eben auch sehr, sehr anti gegenüber der Reihe, dass er sagt, das ist nicht mehr Assassin's Creed und wenn es ein Rollenspiel wird, dann spiele ich es nicht und bla und so, also teilweise richtig hasserfüllt, wo ich mir denke so, au Backe, ey, was ist denn da los? Man kann ja Sachen nicht mögen. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man sagt, ich präferiere das, einen Mann zu spielen und so, aber so dieses, ne, also wenn sie nicht machen, was ich will, dann spiele ich es nicht und dann sind sie scheiße. Und wirklich in einem Tonfall, wo ich dachte, holla die Waldfee, da sieht man mal wieder die anderen Seiten der Gaming-Community. Ja, ich hoffe nach wie vor, dass das nicht der Großteil ist. Ich freue mich jedenfalls sehr, sehr drauf. Wird auf jeden Fall das erste Assassin's Creed seit langem, was ich spielen werde. Und dann das erste Assassin's Creed dieser Ära, ne, was ich wirklich ausführlich spielen werde, der Konsolengeneration. Ja, weil wir können jetzt von ausgehen, was wahrscheinlich das hier, obwohl es stand da Xbox Series X eigentlich, also die gehen nach wie vor von aus, hier steht, ja, obwohl, die gehen nach wie vor davon aus, dass das für die Next Gen kommt, aber ich werde es mir dann eh für PC holen, von daher sei es drum. Gut, das war es von meiner Seite aus und ja, lasst mir gerne eure Meinung zu diesem Trailer da und ob ihr euch auf das Spiel freut oder nicht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, euer Gauton und ciao.